Hast du gesagt Kupfer oder was alles? Rohes Metall oder geschmolzenes? Geschmolzenes. Boah, wow, also musst du Barren draus machen, das ist geil. Aber jetzt läufst du hoch und dann musst du alleine da das machen, oder wie? Wenn er Profi? Das machen will, ja. Wie? Weil er hat ja seinen eigenen Delivery Point, oder? Oder wie ist das? Ja, jeder hat seinen eigenen Delivery. Also, wenn wir das so machen, wir können auch zusammen zu einem hinrennen und dann den nächsten machen. Aber so würde es schneller gehen. Achso, ich dachte, wir machen hier alles und dann verteilen wir zum Laufen, wenn wir schon wissen, was. Aber das wir auch tun. Ich dachte, wir holen Profi hier alles. Ist schon unterwegs. Ich glaube, Profi haben wir verloren. Ja. Profi ist lost, der. Also im Endeffekt einfach hier alles aufbauen, sammeln und dann verteilen. Gemeinsam sammeln und verteilen. Ja. Mein Schnee musste sowieso unterwegs sein. Ja, klar. So, wo sind wir denn? Was bauen wir denn hier? Das ist ja Bagdad da oben. Ich gehe mal zum See. Jetzt kann ich hier 12 bauen von dem. Ne, was fehlt mir denn? Holz. Und wie machst du das jetzt, Sufi, wenn du oben ankommst dann? Was passiert da? Baue ich eine kleine Hütte. Deswegen nehme ich schon mal Holz mit hier aus dem Wald. Der macht seine eigene Mission. Das mit 33 ist natürlich, es hat ja besser, als wenn es dir mit 32 passiert. Hm. Kann ja, wenn du ab und zu mal rüberschalten willst, mein Bildschirm freigeben. Ja, ich kann doch mal hin und her schalten. Also falls du Steine brauchst, ich mach mal wieder eine Berliner Mauer hin. Mhm. Vielleicht sterbe ich ja auch dann da oben. Dann können wir dir nicht helfen. Dann hast du es. Hast du nicht anders verdient, wenn du hier von uns hörst? So, jetzt weiß der Bescheid hier. Ja, dann gebe ich Gex eine 50er Sub-Bombe und sag, komm ich mal retzen. Ich bin auf dem Weg. Pay to Retz. Nicht Pay to Win, sondern Pay to Retz, ja. Ja. Was hatten wir gestern? Pay to irgendwas, weiß gar nicht mehr. War irgendwie. So. Möchtest du, dass ich deinen Namen noch auf meine Stirn schreibe oder auf meinen Arm? Nee, wenn ich das nicht ich. Gehe ich zu einem Hot Tub Stream. Ja, es ist dann der Anfang vom Ende da. Ey, aber ganz ehrlich, auch wenn das Thema Kacke ist, das sind halt alles so Sachen, die ich nicht verstehe. Was geht in einem Mann vor, dass er da 50 Euro bezahlt oder so, damit sein Name auf einen Oberschenkel geschrieben wird? Du warte kurz, du baust auch was. Okay, warte. Scheiße, wo bist du? Warte, dann reiß ich meins ab. Achso, ich hab. Okay. Ja, wir haben es gar nicht abgesprochen. Ich hab so ein 3x, so ein 3x3 Ding hier an den See gebaut. Bin's aber stell dir kleiner, vor, oder? Jetzt hätte ich dort auch noch gebaut. Wo bist denn du? Am See direkt. Soll ich meins wieder wegschmeißen? Ich hab. Du hast ja schon weit, bist du weiter? Ich hab nur Böden gebaut. Nee, ich hab. Ich kann auch zu dir kommen. Ich komm zu dir. Na gut. Die denkt einfach mit ihrem anderen Gehirn. Weißt du, was ich meine? Ja. Und außerdem. Mit dem Kleinhirn. Wenn das die Person, die so viel Geld zahlt, in dem Augenblick glücklich macht, ist doch okay, oder? Aber, jein. Ich meine, klar. Wenn es das eigene Geld ist, das sie sich leisten können, dann sag das ich mal. Das Problem ist aber, was ich sehe, ist, dass es nicht gut ist, dass es die Person glücklich macht. Ja, es hat, das ist traurig. Ja, das ist traurig, aber. Das ist es halt gibt ein bisschen. Weil. Ja, es ist halt sehr schwierig da zu sagen, hey, das hat irgendwas Positives jetzt in dem Sinne. Und ich habe hier noch Holz, kannst du weitermachen, du willst. Hier noch 300 Holz liegt. Haben wir gestern gemacht, aber so machen wir nicht immer. Jetzt haben wir aber nur schnell hier neben dem See gebaut. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das stimmt ja auch. Aber ich meine, das war traurig. Ich meine, jede Kleinigkeit, was ich ja glücklich mache, wenn es halt nur für einen Mann das ist, dann ist es halt das. Was weiß ich. Wenn das Geld hat, dann hat das halt.
Moin, Wizard. Ja, aber meistens ist ja, also bei vielen Leuten, nicht bei allen, aber bei vielen ist ja durchaus irgendwas falsch gelaufen. Dass sie ja sich an der Stelle Bestätigung oder irgendwas in der Art suchen. Ich meine, manche machen das aus Fun, einfach nur weil sie es können, einfach nur weil sie jemanden vielleicht auch irgendwie was Gutes wollen oder die Streamerin glücklich machen wollen oder. Genau. Weil sie zu viel Money haben und sagen, ja gut, hier bitte, ist witzig oder keine Ahnung was, aber es gibt halt auch viele, die halt einfach das dann irgendwie mit, ja, weiß ich nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man es macht. Also sagen wir's mal. Ja, wenn dadurch die Streamerin 2-3 Minuten oder ein paar 10 Sekunden die Aufmerksamkeit ihm gibt und er fühlt sich damit halt geil und fühlt sich angetörnt, hey, wenn das Ding glücklich macht, dann lass ihn halt. Also meint er, macht das halt. Hm. Also Ich muss kurz was verschenken. Moment, komm gleich wieder. Ich hab jetzt drüber reden. Ich hab was voll vergessen hier. Nee, also, jedem das Seine. Und außerdem ist das Angebot eine Nachfrage. Also, siehst du, wie sehr das gebraucht wird. Sonst wird es nicht so laufen. Mhm. Und das Internet war halt immer schon so. Bist so ein bisschen für die. Aber das, für die da bin Armen, ich mir der Meinung, nur weil es gebraucht wird, ist es kein Grund, dass es auch da sein muss. Ich weiß, manchmal das ist aber viele Sachen so. Ups, andere so. Gründe, die dafür Sorge tragen, dass das ist. Nicht, weil es einfach nur gebraucht wird. Das Brauchen ist einfach nur ein Symptom. Also, man nutzt da einfach den sexuellen Fortpflanzungstrieb aus. Eigentlich ja. So ein bisschen, oder? Natürlich. Aber gut, ich meine. Ja. Ich habe hier auch schon vorbereitet. Ich habe noch kein einziges Tier gekillt. Ich habe auch schon vorbereitet, wenn es soweit ist. Das hier im Stream da. Also Kufi, wenn du möchtest und Zero, bald ist soweit. Logo steht schon. Change into cute bikini. Nur klar. Nur klar. Nice. Das haben wir jetzt schon seit keine Ahnung 3 Monaten oder so das Ding. Dann kam noch nicht zum Einsatz, was ist denn da los? Ja, diese Earlicking Hot Tub, also Earlicking Mikrofone sind teuer. Und diese Hot Tubs sind auch schwierig hier bei mir aufzubauen. Cool. Ja, na klar. Ich mach lieber Donation Girl Surviving oder so. Das, bin jeden Tag am 1000 Mahnungen abwenden und ich mach so eine Scheiße für Donation Girl. Ah ja, würde ich mich ja schämen. Ja, also was sagst du jetzt, Zero? Entweder, also lieber Geld für Hot Tub oder für FIFA-Packs? Was meinst du? Oh, da muss ich dann schon sagen, doch eher für Hot Tubs. Also doch FIFA-Packs, ich verstehe. Da kriegt man wenigstens was für sein Geld. Ich stell mir das gerade vor. Gex lässt seine Oberschenkel so über den Poolrand baumeln und dann... Nee, ich stell mir das jetzt nicht vor. Und dann schreibt er sich deinen Namen auf den Oberschenkel. Also auf die Männerboobs dann. Also, ne? Aber dann Männer richtig. Also ich stell mir das lieber auch nicht vor. Du hast den Vorteil, du kannst alles zeigen. Das wird aber nicht zu meinem Vorteil ausgelegt. Das vielleicht. Das ist ein anderes Thema. Ich will Steine holen, ich baue mal Campfire. Brauch mehr Leder. Leder. Achso, ich hab noch immer kein einziges Tier gekillt. Ich bin also froh, ich bin tierfreundlich. Jeder kann mit seinem Geld machen, was er will. Ja, ich natürlich, halt so war das ja auch nicht gemeint. Hm? Was? Ich meine nur gerade, weil er noch im Chat geschrieben wurde von Hava Sutra. Ja. Ist ja auch richtig, jeder natürlich. Am Ende kann jeder tun, was er will. Einer bestellt sich was, der andere tut dies und das. Klar, sicher, Mann. Onlyfans finde ich gar nicht so verwerflich. Also, Onlyfans ist halt, ja. Onlyfans halt für, kein Problem. Für ja, was exklusiven auch immer du dir dort anguckst. Ja. Ich meinte nur vorhin dieses mit diesen Donations auf den Körper schreiben, so, oder die Namen der Leute. Das ist halt so. Ich meine, gibt's vielleicht auch wilde Fetische. Mag vielleicht auch sein, aber grundsätzlich ist es ja meistens. Also, ich glaube in den meisten Fällen sogar eher einfach nur just for fun und for the lulz, gar nicht mal wirklich ernsthaft gemeint. Aber die es ernsthaft meinen, das ist ja eher ein, weiß ich nicht, irgendwie
Wollen wir die Mission mal mit Non-Sleeping machen? Non-Sleeping? Können wir machen. Jede Nacht wird durchgearbeitet. Gex, was meinst du? Das ist okay, kein Problem. Mich stört das nicht. Ich mach Gamma 800. Ich brauche aber ein Tier. Tiere. Gamma 800. Mich stört es mit der Nacht nicht. Ich habe das in Ark immer gehabt. Sieht aus, als hat er einen Atompilz. Das ist, also bei, ich habe das erste Mal bei Minecraft im Stream gesehen, dass es so geht, dass man da auch so schlafen kann. Ich kenne es halt eigentlich nicht, dass man die Nacht skippen kann. Wie auch, von der Logik her. Aber anscheinend geht es ja wie bei Minecraft. So, Fische sind am Start, 3 Stück. Nice. So, was brauche ich hier noch für das? Ach, du brauchst, ach, Oxygen-Scheiß, Leder, Knochen, das möchtest du. Ja, nee, das ist aber nicht fair. Jungs, was? Ich bin noch nicht mal in der Wüste richtig angekommen. Da wedelt es mir ja direkt einen Orkan in die Fresse. Ich hab gesagt, bleib bei uns, du Sack. Ich baue schon mal einen Mörser, anscheinend habe ich die Mats für das schon. Alter, nur das Ganze hat ein Mörser. Ja. Erstmal ist es kein Mist, zweitens hast du recht. Ja. Das stimmt wohl, das hat hier nicht unbedingt was zu tun. Das ja, habe ich ja gemeint, hier ist halt irgendwie so mit, das ganze Image ist halt wieder so zurück. Also es, ich fühle mich, als ob ich 1995 Internetlog, das erste, was ich eingebe, ist Punkt, Punkt, Punkt. So, ich war zufrieden. Ich war der glücklichste 15-Jährige auf der Welt, für ein paar Sekunden. Und, also, was soll ich sagen? Das erste Bild, was ich bei, also nicht bei, ich wollte schon sagen, bei Twitch, im Internet geladen habe, war von jemand, habe ich schon mal erzählt, schon ein paar Mal, war von einer Schauspielerin aus Baywatch. Und nein, es war nicht die Pam. Mein Lieblingsschauspieler war das damals. Das war für Recherchezwecke, für eine Schule. Ja, also. Klar, nur zu Recherchezwecken. Schulprojekt. Ey, es kann doch nicht wahr sein, dass hier schon wieder keine Tiere spawnen. Doch, da sind doch. Ganz viele. Auf der Insel sind 2, drüben sind 3. Hey, ich sehe jetzt schon 4 Tiere. Bei mir sind keine, die laufen vor mir weg, oder was? Hier bist du nicht bei. Bist du in meiner Nähe, oder nicht? Ja, aber ich sehe halt keine Lebensbalken. Hier, jetzt sehe ich Lebensbalken. So, was ist denn das hier? Irgendwo 2 Steine? Nee. Wir supporten keine Steine. Zack. Ja, nice. Aber noch 2 Steine. Das muss ich wieder zuzählen hier. Consume Stack, komm. Ja, ich fahre nur ein bisschen Holz hier. Dieses Ding. Leg es alles in die Elefanten Kiste. Ist friedlich, oder? Ja. Wir haben schon so oft über dieses ganze Hop-Tap-Ding geredet und alles, also im Endeffekt. Ich find's geil, ich supporte es und schaue es 24/7 nebenbei. So ein Ding ist das. Meine Ohren, wenn sie schmutzig sind, sofort umschalten. Weißt du? Ich hab hier Headset auf, von daher müssen die geputzt werden. Ich bin ein einsamer Mann ohne weiblichen Kontakt mit 41 Jahren und am Stream 24/7. Was soll ich denn machen? Das ist mein einziger Kontakt, den ich habe. Und den ich gucken kann. So. Klingt traurig, ist aber so. Genau für sowas ist das zugeschnitten, Seher. Siehst du? Ja. Aber ich tue trotzdem nicht Snipe-Pain. ja. So, Kiste hinter dir ist ganz viel Holz und Stecke, was weiß ich, wenn du brauchst. Aber nee, Kavasuta, nee. Du Scheiße. Du meinst direkt Corona nach Hause liefern? So. Was machst du da? Mal umschalten hier, direkt hier in am Arsch hier. Es ist ja spannend hier. Junge! Was ist los? Oh Gott, die ganzen Bilder sind hier weg. Ach du Scheiße. So, warte mal. Wie viele Tiere sind denn hier? Da sind viele, ja. In der Wüste sind immer viele Tiere. Das Schwein will auch noch aufs Maul.
Okay, das muss aktiv werden. Die Cam. Achso, ich glaube, ich habe jetzt Elgato-Konsole. Bildschirm unten ist das da. Jetzt. Guck mal, was der so macht hier. Ich brauche erstmal Knochenpfeile, ganz schnell. Hast du Schwefel? Ich habe 15 Oxid. Eine Schwefel habe ich noch nicht genommen. Ich habe gezuzelt gerade ein bisschen Oxid. Ich bringe mal die Steine da. Ich suche mal Schwefel. Ja, Oxid ist hier gerade wieder genug. Auf der Insel, ne? Das Schwefel ist doch auf der Insel. Haben wir doch letztens schon gesagt. Auf der Insel, ja. Ist doch da direkt. Sehe ich einen Schwefel und zwei Oxid noch da. Eigentlich ist die Insel super geil, weil du immer diese zwei Oxid und das Schwefel direkt daneben hast. So, okay. Kiste, Holzstöcke, Steine und Siliziumdioxid. Beste. Wo ist es denn? Schwefel? Hä? Insel. Der Schwefel ist nicht da. Doch klar, siehst du von hier? Stopp da jetzt. Ach das. Da. Okay, und da ist das ist normalerweise auf der anderen Seite. Stimmt. Ey. Treffe nicht. Musst du gucken. Hä, der ist gar nicht getriggert worden, oder? Ja. Ich habe auch durch ihn durchgeschossen, glaube ich. Oder an ihm vorbei, das weiß ich nicht, ob ich dumm war oder nicht. So, zack. Hast du gar kein Fläschchen oder was? Nee. Also Wasserflasche, aber... Meint ihr, das Spiel ist dumm? Nee. Hä? Der vom PC sitzt meistens. Was? Nochmal. Ich verstand, was du gesagt hast. Ja, es ist dumm. Wieso, was hast du gemacht? Wenn ich eine Fackel neben ins Bett lege, ich konnte mir jetzt hier Festhaltepunkt machen. Weil da ist schon wieder ein Puma. Du brauchst keinen Feuer, um dir einen Festhaltepunkt zu machen. Brauchst du nur zum Schlafen. Also, glaube ich zumindest. Alter, was ist denn hier an Tieren? Genau das Gegenteil zu uns. Ich leg mal ein paar. Alles will mich hier umbringen. Ist doch gut. Ich suche auch noch ein paar Tiere hier. In der Wüste ist richtig viel Tier, ja. What? Ja. Beste Hütte, einmal eins. Wieso hast du jetzt noch ein Schlafsack hin? Ich dachte non-sleeping. Wegen Spawn, oder? Stimmt, wegen Spawn. Ja, ja. Damit er nicht den ganzen Weg nochmal laufen muss. Ey, mach mal non-sleeping und running, spawning at session, oder? Genau. Hardcore, no death run. Aber dieser Hardcore-Modus ist aber auch wild, oder? Dass du dann komplett mit der Char weg hast. Oh, ich bin tot. Wie? Mag mich mal auf ihn. Ja, ich bin gerade am Oxygen-Gerät an Sauerstoff verstorben. Was? Ich werde schon wieder angeschrien. Das ist doch nicht normal hier, das Spiel. Total normal. Du hast alle unsere Tiere. Ja, lass uns die Tiere hier. Die nicht sind, die sind bei dir. Cooper, moin. Danke, ja, also ich habe eben eigentlich erst angefangen. Die Jungs hier sind süchtig. Ich muss da noch einige Sachen erledigen. Musst du noch per Mail schreiben. Ich brauche ganz schnell Feuer. Ich brauche Fleisch. Wieso kann ich das nicht herstellen? Aber... So, warte. Das Fleisch. So, ist ja okay. Ist das Fleisch eh da? Ich bin erst Cooper seit halb sechs im Spiel drin. Die zehrste? Ja. Ach, deswegen ist die Kamera von dir weg. Ja. Das erklärt so einiges. So. Okay. Ich geh mal in die Höhle. Ich hol bevor was zu essen, dann gehe ich in die Höhle. Und ja, ich hab da noch alles drin. Kannst du nicht bedienen? Ich würde mitkommen einfach. Das schleppe ich mit. Ich bin auch jetzt eigentlich. Achso, Oxygen, ne? Könnte ich auch mal kurz einladen. Dann komme ich mit. Kannst du schon mal vor. Irgendwie ist es so ein bisschen kleiner Lag hier, finde ich. Auch beim Meister. Ich gerade neu joinen. Ja, irgendwie ganz leicht, das ist schon. Ich joine ja gerade. Vielleicht deswegen. Okay, dieses Ding hat echt viel geholfen, mit diesen zwei Dingen die Flasche zu füllen.
Und ich habe gerade gestempelt und mal schauen, wann die erste Mail kommt. Ah ja, okay. Habt ihr irgendwas mitnehmen? Nee, oder? Einfach nur kloppen auf das Ernst. Ja. Häutungsbank kannst du nicht erst herstellen? Zufällig? Nee, oder? Weil ich habe gerade... Musste gucken, also ich habe jetzt alles erstmal. Achso, ich habe noch ein bisschen was mit im Inventar. Oh, 20 Liter, na gut, egal, ich habe einen Hase hergeschmissen, so ist eine Hase. Ich komme, wo. Ach, da ist die bei Grün, noch ein Weg. Ja, da ist auch noch eine zweite Höhle, weiter südlich. Wir könnten uns theoretisch aufteilen, je nachdem, wie groß die jetzt ist. Jo. Das hier oben ist aber auch wild von der Map her, ne? Also. Weit weg. Mhm. Gott sei Dank hier. Super, freut mich, dass du negativ bist. Aber man sollte in alles positiv rangehen. Aber ich weiß, was du meinst im Test. Ich weiß nicht, was Copper meint mit morgen süchtig. Ja, wegen Hot Top und so hat er, glaube ich, mitgesprochen. Da kommt gerade Hot Top Stream. Wir sind 5 Minuten am Spielen, das würde ich nicht. Eigentlich erst die erste Mission. Das freut mich, sonst würdest du 2 Wochen in Quarantäne oder so, ne? Ich muss wieder connecten zu dir, wo bist du denn? Da, mitten in der Wüste. Hallo, Schwein. Ich auf dem Weg jetzt. Ich komme gar nicht zur Höhle, ne? Weil ich da ein Tier auf dem Weg töte. Oh. Okay. Ein nach dem anderen hier. Da brauchen wir eh alles, von daher. Ich hab einen Waff nicht mehr. So. Schon wieder? Also hey, ich geh 2 Meter und schon wieder am Balken hier. Krass. Der Wurmtrick funktioniert nicht mehr. Ach, kommen die nicht mehr nach vorne? Nee. Was? Habe ich jetzt eh nicht so richtig durchgezogen, das Ganze. Ich auch nicht, aber eben gerade wäre es praktisch gewesen, weil ich nur ein Messer habe. Alter, ich komme keinen Millimeter. Hier. Jetzt habe ich Langbogen-Spiel durchgespielt. Oh, ich muss in die Küche die Getränke rausholen. Sonst kriege ich Getränke dann zu schnell kalt werden. Das machen die Kabuben, kabam. Alexa, setze Timer 5 Minuten. 5 Minuten, ab jetzt. Hey, hier ist... Schlimmer als die Wüste hier. Alter. 2 Metern, super dieser Dinger. So. Ist jetzt hin? Jetzt bin ich ready, Langbogenknochenpfeiler. Jetzt kann kommen, was will. Achso, du bist hier. Wo ist die andere Höhle? Oder soll ich da mitkommen, einfach schnell holen? Die andere Höhle wäre da unten. Du kannst aber auch hier mit reinkommen und dann gehen wir danach weiter. Okay, ich sammle mal. Ui, okay. Die Höhle ist ja nett. Hast du schon die Main-Axe, die du da gesprochen hast? Ich hab die, ja. Geil. Was ist an der Axt eigentlich besser, an der Picke? Die ich gerade hab? Ja, was kann die, was der andere nicht kann? Die meint zum einen mehr. Die hält länger. Glaube ich. Da bin ich mich gerade zu 100% nicht sicher. Und vor allen Dingen kann sie alle Erze abbauen. Ja, aber welches kann denn die andere nicht? Die andere, die normale Picke, kann nur Eisen, Kupfer und ich glaube Kohle, Gold
Gold glaube ich auch nicht. Guck mal, oder? Ich habe die zweite, die davor. Glaub, die zweite kann auch alles. Die kann auch alles. Die hat aber einen negativen Trade. Apropos Haltbarkeit. Die jetzige hält 50.000. Wie viel hat denn deine? Wo sehe ich denn das? Einfach drüber halten. I gedrückt halten und dann runter. Doch, die hat auch 50.000. Okay, dann ist sie gleich haltbar. Okay. Ja, guck mal, ich brauche 15% mehr Ausdauer drauf geschissen. Da lohnt sich die da oben ja gar nicht zu holen. Ja, wegen einem Ertrag, finde ich schon. Ja gut, stimmt, Ertrag. 10% Gold und Kupfer ist schon nicht schlecht. Oder hast du die mit Eisen? Du hast die mit Eisen, glaube ich, oder? Die Gold und Kupfer. Ja. Und Gold und Kupfer, okay. Und dann nochmal generell 10% overall, auf alles. Mann, wie das hier aufgebaut ist, das ist wirklich... Ich hoffe, da machen sie nochmal irgendwas, dass das besser funktioniert mit dem... Ich krieg das hier nicht weg. So ein Stück. Ich hab's übrigens heute endlich geschafft, mir auch die Rüstung zu holen, Gex. Jawohl. Ja, vom Farmfeuer, oder? Ja, damit ich jetzt zum Team gehöre. Jetzt bist du nichts mehr, sonst bist du die gleiche Scheiße wie wir alle. Ja. Toll. Wow. Genau. Das war's mir wert. Bis jetzt habe ich dich zu schätzen gewusst. Ja, ich hatte keine Lust mehr, das Spiel hart zu spielen. Jetzt bin ich hier wieder da, jetzt ist es wirklich hart wieder. Sollen wir das Gold auch direkt mitnehmen? Warum nicht? Gar nicht? Kannst du machen, aber warum überhaupt nicht? Glaube ich zumindest. Ich kann mich... Hey, was ist denn mit dieser Höhle, diesen Clipping Points hier? Ich bleib überall hängen. Überladen. Ich wollte eine Kiste bauen. Aber hab alles Holz in der Basis gelassen. Ich hab schon fast ein ganzes Level gemacht. Nur durch Tiere wegballern auf dem Weg. Wüste und die zweite Eiswelt, die sind auf jeden Fall die Tierdinger ohne Ende. Kann man leveln, wie man will. Hey, ich komme, ich stehe vor dem Ding, ich kann nicht draufklopfen. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, da ist irgendwelche Kollisionskacke am Laufen. Das ist auch mal ekelhaft. Aber ganz wild. Oh, okay. Oh nee, Lungenentzündung. Hast du die Tablette da oder was? Hast du dir die geholt? Ich habe mir das geholt, aber letztens mal benutzt. Achso. Ich hätte die im... Funktioniert, kann ich nur sagen. Geil. Da kann ich die immer mit Twink holen. Dann spare ich hier so ein bisschen. Oh, kurz, Alexa. Alexa? Stopp! Sei über 5 Stunden lang in der Wüste. Jetzt. Jetzt wird's aber dunkel hier. Ich werde dem vor uns, das war nicht ernst gemeint. Also, wir können ohne Schlafen machen, wenn wir wollen, können wir aber auch pennen. Nö, jetzt machen wir ohne Schlafen. Da lacht er. Ja, ne, mir ist egal. Hier in der Wüste wird es eh nicht richtig dunkel. Die kleine Pussy, das war nicht ernst gemeint. Ne, hier in der Wüste wird es ja eh nicht dunkel, ich meine nur. Das cool Gags, so die Stimme aus dem Hintergrund. Die Stimme aus dem Off.
baue ich auch noch ein. So, okay, okay. Was bist denn du für ein Tier? Ein wildes Tier. Rennst du weg oder greifst du an? Bist du noch in der gleichen Höhle? Nee, oder? Ich, ja. Ach, da hinten müsste. Okay, okay. Ach, Kacke. Mit. Ich hab halt null Ausdauer. Lol. Okay. Das haben wir. Ich geh nach hinten. Da ist noch Eisen, was wir nicht ordentlich abbauen können. Oh! Das war close. Close Combat, oder was bist du? Ja, hier ging's plötzlich steil runter. Ich wär beinahe hart aufgeschlagen. Ich hab nur gelacht, weil du gesagt hast, es war vorher nicht ernst gemeint. Ja, ich hab's nicht gedacht. Wie viel Eisen hast du? Null. Ich meinte, sag's. 100, 150, 171 bloß. 171, warte mal, das hier sind 100, 200, 300. Okay, Eisen haben wir genug. Kupfer. Was Kupfer, 32. 50. Okay, wir brauchen nur noch Kupfer. Kupfer ist alles, was wir brauchen. Ah, Eisen kannst du nicht mehr nehmen. Warte. Jetzt da. Solid Metal Stockpile. Okay. Komm ich hier runter, ohne? Dass ich kein versterbe. Kein Kupfer mehr hier drin. Ui. First Drop Pot. 300 Iron Ingots. Second. Das ist der unten links. 200 Copper Ingots and 200 Eis. Das ist in einem Eisfeld. Und das andere ist 100 Steel Ingots and 400 Oxide. Oxid. Okay. Das geht ja noch. Drop mir mal all dein, dein Kupfer und Eisen. Ich kann aber noch gehen. Achso, nee, ich kann nicht gehen. Okay, warte. So. Gut, dann gehe ich jetzt einmal schleichend nach Hause und schmeiß das in den Ofen. Wenn du willst, kannst du schon mal zur nächsten Höhle gehen. Mhm. Brauchen eigentlich nur noch Kupfer. Bitte. Beziehungsweise wir bräuchten theoretisch auch noch mehr. Aber praktisch sind wir beide hier unten fertig. 100 Steeling jetzt. Gut, ich bin gleich angekommen. Sehr gut. Wir können ja schon ein bisschen was mitnehmen für den, wenn wir noch. Ja, wir können dann, denke ich, hier nach oben in die Wüste rennen. Ihr müsst doch zwei Punkte da unten machen, oder? Ja, wir sind gleich fertig. Mit beiden Beten. Naja, wir müssen noch hinrennen und das abgeben, aber dann sind wir fertig. Die Höhle, markierst du die den Punkt? Wie andere ist? Ich weiß gar nicht, wo die ist. Also grün, gegenüber oder was? Schon markiert. Ach, ist schon grün. Okay, stimmt, ich bin nicht mehr. Ich bin. Jo. Keine Ausdauer. Und lieber von zu Hause noch ein paar Mais mitnehmen sollen. Bin ich jetzt nicht theoretisch da? Weiß ich nicht. Wo will ich denn das? Wann krieg ich denn hier eine Info? Du musst dorthin laufen, wo der Punkt ist. Wenn du dort bist, dann solltest du eine Info kriegen. Herzinfarkt! Die genau. Können doch nicht vor mir eine Rakete runterschicken. Genau das ist es. Here we go. You got this. Stahl! Stahl und Oxid! Stahl! Genau. 100 Stahl und 400 Oxid brauchst du. Genau, der braucht.
Mhm. Seid ihr noch ganz dicht im Kopf? Ja. 100 Stahl sind halt noch 600 Eisen. Ja, das können wir ja teilweise mitnehmen, oder? Ja. Ja, ich würde sagen, wir laufen nachher hoch in die Wüste und farmen das dort, bevor wir das alles mitschleppen. Stahl. Du kannst ja schon mal dahin arbeiten, dass du einen Ofen hinstellst, dass wir dort den Stahl schmelzen können. Meinst du, dass ich das mache? Naja, oder du machst halt deine Mission nicht. Einfach go. Bau erstmal ein Haus, was hältst du denn davon? Ja, das kannst du auch machen. Aber ein richtig großes. So, was brauchen wir denn hier noch? Leder brauchen wir noch. Leder! Ich, Tiere? Hab... Wo seid ihr? Bisschen aber. Grün. Ist das die Höhle, wo man ein bisschen hoch geht vorher? Und dann links? Ja, du musst da in Richtung, Weiß, Schneegebiet. Und dann, nee, hoch und rechts. Hoch und rechts, ja. Das war, ach, das war die, deswegen war ich wieder ein bisschen lost. Ich glaube, dort, wo du normalerweise nochmal umdrehst, um nochmal höher zu gehen, dort musst du einfach in die Ecke gehen und dann... Ist das der Wolf? Nee, das ist Hase. Ist das der Wolf? Wolfi? Nein, Hase. Alle. An mir fliegt ein Schwein vorbei. Bist du ein Wolf? Wolf? Mich greifen die Tiere an, der sucht. Auch ein Hase. Wo ist denn der Wolf hin? Da vorne. Der hat sich gesagt. Nö. Alter, ich komme nicht durch, da ist ein Stein hier. Lass mich jetzt mal hoch. Lass mich doch jetzt mal hoch. Ist denn nicht auch ein Bär, der mal patrouilliert? Ja, aber dann bist du schon zu weit. Aber abschwein. So, nächster Wolf hier. Ich hab nur Tiere auf dem Weg. So, ich dachte, das wäre hier die Höhle. Hast du das Ding genau da markiert? Nein. Nee. Das ist gehen, warte mal. Du musst. Dann müsste ich hier hoch rechts, oder? Hier rechts müsste das sein. Wenn du unten ganz normal bist, warte mal. Map. Du musst dahin ungefähr, da wo jetzt der grüne Marker hängt. Ja. Hoch und rechts muss ich normalerweise hin. Genau. Das ist auch der Eingang. Ja, genau da bin ich hingelaufen. Jetzt suche ich nur noch den Eingang hier. Ja, die kenne ich ja dumme hier. Dumme Sau. Ja, das muss natürlich jetzt sein, ja. Aber ist noch nicht fertig und ich kriege erstmal Strom um die Ohren geblasen. Jo, hab sie. Direkt vor der Tür Gold. Oh. Erstmal aufschlagen. Boah, zum Glück Lungenentzündung weg. Noch. Der Strahltraummotor stand hier besser irgendwo. Ja. Und viel Knochen. Da hast du ja genug in der Wüste. Fehlen mehr Faser. Es ist so ekelhaft dunkel, das ist Wahnsinn. So, jetzt ein bisschen Licht hier. Hier ist halt nirgendwo ein Busch. Doch da unten. Komm, brock doch mal hier, ey. Wo soll ich die scheiß Fähigkeit? Die müssten sie auf 10% bringen. Das 1% weiß ich nicht. Lohnt sich gar nicht zu skillen. Hm. Bei 100 Vorkommen, ein Vorkommen. Wow.
Das hört sich halt nur geil an, ist es überhaupt nicht. Das ist echt nicht. Oh. Oh, hab ich gehört. Dass der Berg kommt. Was sagst du, wir brauchen Kupfer oder was? Haben wir jetzt dann noch? Kupfer, ja. Ja, wir können auch Eisen mitnehmen, damit wir dann theoretisch den Ofen bauen könnten. Für die Wüste. Aber da müssten wir sowieso erstmal hin. Ich würde eher sagen, dass wir jetzt das Kupfer mitnehmen und dann unsere Sachen hier fertig machen. Boah! Laufen. Okay, ist geprockt. Puh, mich erschreckt gerade. Warum geht dieses Ding da vor meinen Augen kaputt? Wir bräuchten sowieso gleich neue Spitzhacken, denke ich. Geil, das Game macht richtig Bock. Bin ich gut. Was ist los? Weil in der Wüste der Sturm die Holzstrukturen in Arsch macht. Ja, natürlich. Ja, klar. Wo macht er doch immer? Gold, Alu, Eisen, Wurm. Achso, ich war noch nicht drin. Ich habe jetzt gerade nur hier die Wand weggekloppt. Okay. Und jetzt leide ich halt an Sauerstoffmangel und an Essen. Aber ich brauche einen Stock, Alter. Einen Stock, dann kann ich so ein scheiß Lagerfeuer bauen. Ne? Nicht euer Scheins ernst. Was denn? Das heißt, ihr müsst mal eigentlich auch noch aus Stein bauen. Nee. Nee. Stein ist nicht nötig. Jo, dann guck mal hier hin. So schnell kann ich gar nicht reparieren, wie die Hütte auseinanderfällt. Ey, es wundert mich voll, weil ich hab halt auch meine Wüste. Wir hatten ja gestern diese Diskussion mit dem, wenn du das stabiler baust und so. Ja. Und ich habe halt auch in der Wüste mir ein Holzhaus hingebaut und ich hatte null Probleme damit. Ja, das war nach jedem Sturm leicht angeschlagen, aber dann hast du halt alle zwei, drei Stürme mal den Hammer alles repariert und fertig war. Aber wie nur leicht? Ist doch komplett kaputt? Das funktioniert ja nicht, das kann ich dir ja live also zeigen. Ich weiß nicht, ob das bei mir buggy war oder ob das ein Hidden Patch war. Das war dann nicht in Ordnung. Oder also wie gesagt, mir fliegt hier die Hütte um die Ohren regelrecht. Hast du Würmer schon alle gerippt? Du weißt nicht. Ja. Leute zumindest. Sind wir irgendwo Kupfer. Hier kommen am Eingang sind ist ganz viel Kupfer, ich hab doch auch. Ich hab hinten schon zwei Erze zwei Kupferbrocken abgebaut. Was ist Alu? Hast du irgendwas zum Fooden? Ja, jo, ich hab schon was eingepackt. Und Oxygen? Und Food low, Oxygen low, alles low hier bei mir. Oxy, habe ich nur meine Sauerstoffflasche mit. Wo bist du denn? Food haben wir hier einmal Mais. Jawohl, Ausdauer. Und dann hast du hier nochmal Fisch und das. Ach du Scheiße. Und dann Sauerstoff. Nuckel da mal dran. Guck mal, mal kurz zuzeln. Okay, danke dir. Hast du Kupfer noch? Also wir laufen ja jetzt eh beide zurück. Ja, wir laufen jetzt zurück, ja. Nimm mal noch Eisen mit. Hier ist Kupfer noch. Ich halte dir mal hier das Ding. Ich nehme noch ein bisschen Kohle mit. Kohle habe ich auch noch, 66 in der Tasche. Sehr gut. Macht echt gerade wenig Spaß hier. So, hier ist noch Kupfer. Das Kupfer? Wo? Oder? Ist das nicht Kupfer? Das ist Alu. Okay, sorry. Oder Titan, je nachdem, welchen Block du willst. Hier oben Titan, okay, Titan da. Ich glaube, das ist alles weg. Eisen. Also Eisen nehmen wir gar nicht mehr mit, oder was? Ja, weiß ich nicht. Mach deine Taschen genau voll. Ich glaube schon, dass du.
Jetzt mal die Statik hier zu verbessern, oder? Es wird immer kaputt gehen, je nach Sturm wird es kaputt gehen. Genau. Es wirkt halt nicht viel. Du hast ein bisschen mehr Zeit, um die Gegend zu reparieren. Ja, ich habe auch nicht mehr vor heute. Also ich kann dir sagen, ja gut, du baust auch wieder ziemlich groß, ne? Oder? Wie groß ist das Ding? Ja, aber sehr gut gepillert, auch eben drin gepillert. Also ich hatte meine Hütte in der Wüste mit 2x3. Ein hoch, oben Flachdach drauf, unten Boden, fertig. Und das hat 2 Stürme ausgehalten, ist nicht kaputt gegangen. So. Ist auch je nachdem, was für Sturm kommt, oder? Ja, klar. Also normale Stürme, jetzt nicht irgendwie den super roten Megasturm. Da habe ich dann auch gestanden und kurz gewartet und dann einmal repariert, wenn alles low war und dann ging das aber auch wieder. So, okay. On the way hier. Ich hab mein Gerot rot markiert. Oh ja, wird gleich wieder hell. Ich probier jetzt hier so viel Statik wie geht reinzubringen. Der Hoffnung. Wird trotzdem kaputt gehen. Also, wenn es langsamer kaputt geht, bin ich schon glücklich. Tust du die Pillars hinsetzen oder was? Ja, bis hoch jetzt. Ich habe auch zwischen die Wände Pillar gesetzt. Innen drin 2 Pillar rein, die auch bis auf den Boden gehen. Also mittendrin, ja. Auch. Ja. Ja, ich getraue mir sonst nicht hier drinnen groß was aufzubauen, wie Brennöfen und alles, wenn mir dann die Hütte um die Ohren fliegt. Du hast das auch alles auf Stelzen gebaut. Ja. Und das ist noch schlimmer. Ich hab's halt einfach auf Boden geklatscht. Ich glaube, das hilft. Das hilft um einiges. Ich dachte, du hast den. Also, gut, du hast nur eine Wand genutzt vom Ding, ne? Vom Berg. Das passt ja. Dann bau mal Foundation hin. Funktioniert jetzt so. Ich mach nicht oft die Quadcam, nur jetzt kurz, wenn er in der Wüste ist. Ja, man weiß es halt. Für das später mal. Wenn man hier reinkommt, ne? Zinki, du bist ja schon. Ja gut, du bist jetzt seit 3 Monaten da, Entschuldigung. Ich weiß ja. Bist ja neu. So, musst nur ein bisschen lernen. Ja, an für sich warten wir jetzt nur noch, dass das Zeug hier fertig wird. Ja. Dann das. Oder willst du schon mal mit hochlaufen und ihm helfen? Dann mache ich das hier unten jetzt alleine für dich. Meinst du? Dem Typen soll ich hin? Ja. Ach du Scheiße. Was ist jetzt denn hier? Hallo? Was? Diskriminierung. FC, Entschuldigung, FC. FC. Hast du noch Kupfer mit? Oder hast du noch irgendwas in den Taschen? Tja, habe ich noch dabei. Kupfer. Unten, Kiste. Wunderbar. Da steht 3 eindeutig. Gibt es tatsächlich Leute, die in dem Stream sehen wollen, was du machst? Verstehe ja nicht. Komische Leute und so. Das hat ein Zinkri. Da ist mein Zinkri Gaming. Das Zinkri TV kann sich nicht entscheiden, weißt du? Ich würde dann gerne noch meine Flasche auf dem Laufweg füllen.
Warum ist das gerade so buggy gewesen? So eine Kacke. Der Hirsch war direkt vor meiner Nase. Ich habe ihn ins Gesicht gehauen, aber weil hier irgend so eine Schilfblume war, habe ich die, glaube ich, getroffen. Die ist hart wie Stein. Schilfblume. Dabei brauche ich doch nur Leder. Leder. Ich komme nicht raus. Jetzt? Jetzt. Was soll ich denn bauen? Was brauchst du mit Leder? Ich wollte noch ein paar Öfen bauen. Ist doch schnell. Damit es langsamer geht, okay. Oder dann nicht. Ich reiß lieber jetzt ab, dass er ein bisschen genießt die Mission. Jetzt muss man so. So ein. Kannst du so einen Bogen bauen? Hast du so einen Skill? Ich kann den Bogen bauen, ja. Ich hab nur Leder dafür. Ich hab einen Bogen ja auch, aber ich hab halt den Skill nicht für länger halten. So, habt ihr Leder reingetan hier? 194. Oh, okay. Ja gut, dann haben wir noch Leder. Hatte ja vorhin die Tiere auf dem Weg hierher. Die mich ein bisschen beschäftigt haben. Haben mich hier länger gebraucht. Hier ist noch ein Hirsch. So, was brauche ich jetzt hier? Auf jeden Fall ein Schmelzofen. Geht doch. Nimm ich gleich so. Holz haben wir auch hier. Zack, zack. Zwei Bogenbögen auf dem Weg. Jetzt stehen wir da. So. Jawohl. Da ist ja der Stern. Sind da Wüste eigentlich Schwefel? Ja. Auch so bei den Bergen. Machst du noch einen schnell? Für den Weg? So, ja. Ich glaube zwar nicht, dass du zwei brauchst, aber besser ist es. Hab ich ja schon mal. So, was soll ich mitnehmen für oben? Brauchen wir irgendwas von hier? Irgendwas Wichtiges? Wäre schon gut, wenn du alles mitbringst, dass die Quest fertig ist. Ja, das geht nicht. Ja, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Deswegen haben wir dich losgeschickt. So, na gut. Wo ist denn das Marktdings hier? Ach du Scheiße.